Wenn du wissen möchtest, wie man seine Sehkraft verbessert, wie man sie langfristig auch verbessert und du vielleicht schon längerfristig eine Brille trägst, sie aber endlich loswerden möchtest oder einfach nicht glücklich bist mit deiner Brille und vielleicht wissen möchtest, ob du es auch schaffen kannst, deine Sehkraft zu verbessern, dann bleib unbedingt bis zum Ende des Videos hier dran. Denn ich möchte dir genau verraten, wie man es schaffen kann, auch wenn man langjähriger Brillenträger ist, seine Brille endlich loszuwerden. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal auf augentrainieren.com. Mein Name ist Patrick Richter, ich bin Augentrainer und schon seit längerem helfe ich meinen Teilnehmern mit dem Augentraining dabei, ihre Sehkraft langfristig und nachhaltig auch zu verbessern, damit du eben nicht nur deine Brille loswirst, sondern damit du auch sie nie wieder brauchst. Und tatsächlich ist eine der häufigsten Fragen, wie schaffe ich es denn, dass ich meine Sehkraft auch wirklich langfristig schützen kann? Und deswegen möchte ich heute mal in diesem Video darauf eingehen. Und gerade dieses Video ist für dich interessant, wenn du schon länger eine Brille trägst, ja? Und wahrscheinlich hast du da nicht nur eine Sehschwäche, sondern vielleicht sogar noch eine zweite, vielleicht auch noch eine dritte, ja? Denn tatsächlich gibt es verschiedene Sehschwächen, ja? Zum Beispiel eine Kurzsichtigkeit, also Dinge, die du im Nahbereich gut erkennen kannst. Eine Weitsichtigkeit ist genau das Gegenteil. Du kannst Dinge in der Ferne gut erkennen, aber im Nahbereich dann nicht so. Ja, dann gibt es noch eine Hornhautverkrümmung oder halt auch ein Mix daraus. Denn du musst dir vorstellen, die meisten sind tatsächlich kurzsichtig. Aber im höheren Alter, und da fängt es tatsächlich schon bei 40 an, dass unsere Augen schon langsam schwächer werden. Also sprich, die Augen sind nicht mehr so agil wie vielleicht mit jungen Jahren, ja, sondern sie bauen jetzt langsam ab. Aber man kann es natürlich schaffen. Es gibt auch immer wieder Beispiele, wo es Menschen gibt, die bereits ein sehr hohes Lebensalter erreicht haben, beispielsweise 80 und trotzdem noch so fit sind wie jemand, der 40 ist, ja. Und so geht es eben mit unseren Augen auch. Denn du musst dir vorstellen, unsere Augen können sich tatsächlich nicht abnutzen, ja. Das ist wirklich ein weit verbreiteter Irrglaube. Das Einzige, was passiert, ist, dass unsere Sehkraft abnimmt, ja. Also unsere Sehschwäche entwickelt sich daraus, dass wir eben entsprechend unsere Augen entweder ja zu viel unterstützen. Das machen wir zum Beispiel mit einer Brille, ja. Wir nehmen ihnen das Sehen ab. Dadurch wird die Sehschwäche immer größer. Oder entsprechend unsere Augen nicht mehr so nutzen, wie wir sie eigentlich in jungen Jahren genutzt haben. Und da möchte ich mal ein bisschen ins Detail gehen. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel deinen Finger ausstreckst, mal mit beiden Augen raufguckst und es dir vielleicht schon schwerfällt, oder vielleicht auch versuchst, mal ranzuziehen und es fällt dir schwer, ja, also sprich, dass sich deine Augen nach innen drehen. Denn das ist das Problem, dass viele Leute eben, wie gesagt, ab dem 40. Lebensjahr haben, dass die Augen sich nicht mehr perfekt so nach innen drehen können, ja. Und das nennt man dann Altersweitsichtigkeit, ja. Also du bist die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang kurzsichtig, also du kannst Dinge aus der Ferne nicht so gut erkennen und plötzlich kannst du in der Nähe auch nichts mehr erkennen, weil sich deine Augen entsprechend nicht mehr nach innen drehen, nicht mehr gut konvergieren können, ja. So nennt man das in der Fachsprache. Und wir können aber mit Augentraining dafür sorgen, dass diese Altersweitsichtigkeit aufgehalten wird und dass sie sogar komplett verschwindet. Und das machen wir wirklich ganz, ganz, ganz simpel. Und ich möchte dir mal zeigen, wie das geht. Ja, also gerade, ich zeig's dir mal, versuch's dir mal von der Seite zu zeigen. Du streckst also einmal deinen Daumen aus, am besten direkt geradeaus vor dir und bewegst dann den Daumen langsam auf dich zu. Ja, und je nachdem, in welchem Bereich, welches Stadium du bereits gerade bist, also wenn es extrem weit ist, dann musst du natürlich sehr weit hinten anfangen. Da kann dir zum Beispiel auch eine zweite Person helfen. Aber sagen wir einfach mal, du kannst jetzt noch deinen Arm ausstrecken und gerade so deine Daumenspitze sehen. Dann bewegst du wirklich immer in kleinen Schritten deinen Daumen auf deine Nase zu. Und du wirst merken, das wird richtig schnell gehen, ja, dass du im Prinzip irgendwann es schaffst, dass deine Nähe, dass dein Daumen immer weiter in der Nähe ist. Und du siehst es vielleicht bei mir auch schon, ich versuche es mal ganz nah ranzugehen, dass meine Augen sich nach innen drehen können, ja. Und das Bild verschwimmt auch nicht, ja. Es, nicht, dass du irgendwie zwei Bilder hast oder so, dass, oder deine Augen gar nicht mehr nach innen sich drehen können. Das gibt es tatsächlich auch, ja. Das ist eine sehr starke Altersweitsichtigkeit. Aber wie gesagt, wir müssen da nur unsere inneren Augenmuskeln aktivieren. Ich habe dir dazu extra nochmal kurz ein Beispiel genommen, ja. Also wir haben hier unser Auge, ja, unser Augenmodell. Und dieses Rote hier, das sind unsere Augenmuskeln. Und du musst dir vorstellen, jetzt haben wir mal unser rechtes Auge, ja. Das ist mein rechtes Auge hier. Und wir versuchen jetzt nach innen zu drehen. Also wird dieser Muskel hier angespannt. Also ich versuche mich nach innen zu drehen. Und diesen trainieren wir im Prinzip nur, dass wir wieder nach innen drehen können, natürlich mit beiden Augen, und dann kannst du wieder gestochen scharf sehen, ja, weil der Fokuspunkt wieder in die Nähe rückt und du so wieder schärfer sehen kannst. Und wenn du eine genaue Anleitung haben möchtest, wie du ja die Altersweitsichtigkeit oder auch eine andere Sehschwäche wie die Kurzsichtigkeit oder eine Hornhautverkrümmung wegtrainiert bekommst, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem kostenlosen Beratungsgespräch. Unterhalb des Videos verlinke ich dir das Ganze mal. Dort kannst du, wie gesagt, einmal mit mir persönlich sprechen. Wir schauen einfach mal, welches Sehproblem hast du überhaupt, wie lange hast du das Sehproblem und wie kann man das vielleicht lösen. Ja, gibt es da eine Lösung, gibt es da eine Methode? Ich denke, dass ich dir da sehr, sehr gut weiterhelfen kann im persönlichen Gespräch. Also wenn dich das interessiert, wenn du mit dem Augentraining deine Sehkraft verbessern möchtest, dann schau doch gerne mal da vorbei. Ansonsten würde es mich wirklich auch sehr freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, Daumen nach oben gibst und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.